Hey Freunde, wenn ihr auf der Suche nach günstigen FIFA-Coins und fetten Rabatten seid, dann checkt doch meinen Partner IG Vault in der Videobeschreibung ab. Hey Fußballfreunde, was geht ab und willkommen zu einer weiteren Folge von Power Rankings. An diesem Spieltag in der Bundesliga gab es für mich viele, viele Überraschungen, Freunde. Ich hoffe für euch auch. Heute diskutieren wir wieder über einige dieser Spiele und ihr seid natürlich auch gefragt. Ihr könnt nämlich unten in den Kommentaren mitdiskutieren. Und ich würde mich wie immer freuen, dass wir eine Menge Kommentare haben. Ja, kommen wir als erstes zu meinem Favorite eigentlich dieser Folge vom Power Rankings. Aubameyang war noch gegen Lissabon gesperrt, weil er einfach mal mit dem Jet zack ab nach Mailand geflogen ist, um dort ein bisschen Party zu machen. Das hat dem Tuchel natürlich gar nicht gepasst und gar nicht gefallen. Daraufhin hat man ihn mal eben kurz und knackig aus dem Kader gestrichen und war damit auch gar nicht gegen Lissabon dabei. Nun hat der Tuchel aber gesagt, gegen den HSV ist Aubameyang wieder da. Und siehe da, Startelf und dann macht der Junge einfach mal 4 Tore. Also sensationell, innerhalb von 27 Minuten macht er einfach mal einen Hattrick. Also es war wirklich wie aus einem Guss, was die Dortmunder gespielt haben. Wirklich richtig genial, was der Aubameyang in der letzten Zeit fabriziert. Ist damit auch auf Platz 1 in der Torjägerliste zusammen mit Modest vom 1. FC Köln mit 11 Toren in dieser Spielzeit der Fußball-Bundesliga. Ja, und jetzt kommen wir mal zu den Überraschungen des 10. Spieltags. Für mich ganz klar Hoffenheim dabei. 1-1 gegen die großen Bayern und man muss ja sagen, dass die Bayern sogar zu Hause gespielt haben. Also die Hoffenheimer waren zu Gast in der Allianz Arena und spielen dort 1-1. Das finde ich sehr beachtlich, wenn man überlegt, dass sie eine junge und frische Mannschaft haben. Man muss aber auch dazu sagen, dass die extrem viel Dusel hatten in den letzten Minuten vor allem. Thomas Müller hatte Riesenchancen. Also ich weiß nicht warum, aber das Ding hätte er einfach locker reinschieben müssen und knallt dann volle Kanne an den Außenpfosten. Mats Hummels, ich glaube 10 Minuten zuvor, auch an den Pfosten geknallt. Ja, und dann hätte es vielleicht am Ende noch ganz, ganz böse für die Bayern ausgehen können, wenn das Eigentor nicht da gewesen wäre von Zuber. Also, ja, also man war viel Dusel bei, natürlich für Hoffenheim, aber wenn es ganz schlecht läuft für die Bayern, verlieren sie zu Hause 1-0. Deswegen für mich die Überraschung am 10. Spieltag Hoffenheim. Ganz, ganz klar, weil ich nicht gedacht hätte, dass sie dort Punkte mitnehmen bei Bayern. Dann für mich die nächste Überraschung. Eintracht Frankfurt gegen den 1. FC Köln. Leider muss ich sagen, ein 1-0 gegen Köln, weil sie für mich in letzter Zeit wirklich einen richtig schönen Fußball spielen, aber leider verloren haben gegen Frankfurt. Und das mit einem 1-0, wo man vielleicht hätte sagen können, ah, das hätte der Horn eigentlich halten müssen, da hätte er rauskommen müssen. Aber das sind alles Spekulationen und ich als Kreisliga-Spieler möchte jetzt nicht sagen, was er hätte machen sollen, denn das ist ein gestandener Bundesliga-Profi. Aber ich finde es extrem schade, weil man hat nicht mehr viel von dem Kölner attraktiven Fußball gesehen, schnellen Fußball über außen und dann in die Mitte ziehen. Das hat man gegen Frankfurt nicht gesehen. Man muss sagen, Frankfurt ist aus der Defensive raus eine sehr gute Mannschaft. Haben es ja auch gezeigt, zu Hause gegen die Bayern ein 2-2 gemacht. Also die Frankfurter können vielleicht diese Saison für eine Überraschung sorgen, wobei ich aber glaube, das ist nur eine Anfangszeit. Mit dem Abstieg werden sie diese Saison nichts zu tun haben, das ist klar, das haben sie jetzt auch bewiesen. Aber ich weiß nicht, ob es schon diese Saison für die internationalen Plätze reicht. Aber ich glaube, für die andere Mannschaft, nämlich die Kölner, wird es diese Saison, glaube ich, international was werden, wenn man so weitermacht. Das kann jetzt ein Ausrutscher gewesen sein, man kann das sehen, wie man will, aber ich glaube, dass die Kölner diese Saison wirklich eine gute Mannschaft haben und damit auch international spielen können. Definitiv, ja. Die dritte Überraschung für mich am 10. Spieltag war Gladbach gegen Hertha. Ach du lieber Herr Gesangsverein, was war denn da los mit den Gladbachern? Also ich hätte nicht gedacht, dass jetzt einer von den beiden wirklich haushoch gewinnt oder sonstiges macht, aber bitte Gladbach, ein 3-0 in Hertha. Hätte ich nicht mit gerechnet. Also ich dachte, es wird ein richtig enges Match. Ich habe ein 1-1 getippt, dachte, aber es könnte vielleicht am Ende sogar noch ein 2-1 geben, vielleicht auch ein 3-1, aber 3-0. Und die Herthaner haben wirklich gut gespielt. 3 Tore von Kalou hinten in der Gladbacher Abwehrreihe. Da war es nicht immer sehr optimal. Zum Beispiel beim 2-0, wo Elvedi einfach mal den Vestergaard anschießt und der Kalou dann der Ball plötzlich vor den Füßen fällt. Und
locker einschiebt. Dann muss man dazu noch sagen, Hermann leider schwer verletzt, also fällt mehrere Wochen bis Monate aus, Freunde. Und dazu noch die rote Karte für Christoph Kramer. Also das lief am 10. Spieltag nicht alles so optimal für die Borussia aus München-Gladbach, die in den letzten Spielen nicht mehr das gezeigt haben, was sie eigentlich können, und das ist guten Fußball spielen. Ich bin gespannt, wie es weiterläuft. Ich drücke dafür die Daumen, dass sie wieder in die Spur kommen, und natürlich für Patrick Herrmann, dass er wieder auf die Beine kommt, Freunde. Wir schauen uns jetzt hier mal die Tabelle an. Stand 10. Spieltag in der Fußball-Bundesliga. Und wir sehen weiterhin das unveränderte Bild. Bayern München auf Platz 1. Wer hätte das gedacht, meine Damen und Herren? Natürlich die Bayern mit 18 plus Toren vorne dran. Dahinter RB Leipzig mit punktgleichen, aber weniger plus Toren, nämlich plus 13. Und dann kommt auch schon die TSG aus Hoffenheim mit plus 7 Toren, aber nur 20 Punkten. Auf Platz 4 die Hertha, die ich eben schon mal genannt habe, die für mich einfach die Überraschung der Liga gerade ist, mit 20 Punkten. Und dahinter die Borussia aus Dortmund mit 18. Also dahinter die Mannschaften sind schon ziemlich eng gestaffelt. Und die zweite Hälfte der Tabelle ist dann auch Gladbach auf Platz 11 mit 12 Punkten und minus 5 Toren. Ich bin gespannt, was da noch passiert. Also wenn es ganz schlecht läuft, dann den Schubert als Trainer verloren oder müssen den sogar feuern. Ich weiß nicht, man will ja auch international bleiben und spielen. Dann auf den Abstiegsplätzen der HSV, unangefochtener letzter Platz mit minus 19 Toren und 4 geschossenen Toren. Selbst Ingolstadt hat 3 Tore mehr mit 7 Toren und minus 14 punktgleich mit 2 Punkten. Dann mit 7 Punkten schon die Werderaner und die haben minus 15 Tore. Also man sieht es schon, die Nordteams mit Bremen und Hamburg ganz tief unten drin. Freunde, jetzt seid ihr gefragt. Ihr könnt wie immer unten in die Kommentare schreiben, wer war für euch die Überraschung des 10. Spieltags? Wer war für euch Top oder Flop? Wer hat für euch die schönsten Tore gemacht? Wie immer unten rein. Ich würde mich freuen, wenn wir viele Kommentare wieder hätten, um zu diskutieren. Wir sehen uns dann in 2 Wochen wieder zu einer neuen Folge Power Rankings, denn jetzt ist erstmal wieder Länderspielpause, Freunde. Genauso sieht's aus. Am 18.11. spielt Bayer Leverkusen gegen RB Leipzig. Ich bin gespannt. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wir sehen uns zur nächsten Folge von Power Rankings. Euer Peterle, bis dann. Tschaußen.